Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Among Us. Und wie Pete sagen würde, und ich bin Crewmate. Und Pete ist, by the way, wieder nicht dabei. Aber wir haben diesmal richtig viel Pete am Start. Und zwar Jay natürlich, Sepp, Chris und Sven. Also Sven zähle ich jetzt einmal zu den Pete dazu. Finde ich, hat er sich verdient in dem Format auf jeden Fall. Ja. Da ist Jay, da ist Kalle. Okay. Und genau, und sonst die üblichen Verdächtigen. Der einzige, der heute fehlt, ist Dadosch. Aber einer Fixer. Ey, ich bin noch in der Anmod, ey. Alter, du hast schneller auf Report gedrückt als ich. Der liegt genau an der Konsole. Du hast tatsächlich auch sehr lange gebraucht. Ich hab den Vortritt lassen, aber du hast sehr lange gebraucht. Du wolltest mir den Vortritt lassen? Krass. Ja, der liegt direkt in Navigation, aber ich bin mit Zero da reingelaufen. Warte mal, keiner von uns war da schon drin. Hat jemand gemerkt, wer mit nach rechts gelaufen ist? Achso, nee, Maxi ist natürlich gewordet, aber Kalle ist noch gemutet. Und Mike. Ja, ich hab hier gerade. Ray war an den Kabeln in der Mitte. Ja, Kalle war auch Admin. Also, wenn das wirklich Navigation ist, glaube ich, kann das zeitlich schon fast nicht passieren. Es waren vier Leute in Weapons zu dem Zeitpunkt oder kurz vorher auf jeden Fall. Ich war gerade am Panel und dann wurde reported. Wie viele Leute waren im Admin? Drei. Jay, Kalle und ich. Ich kam erst dazu, ich habe erst den Download gemacht. Das heißt, es fehlt nur Dizzy. Ja. Dizzy hat kein Alibi und Kalle war rechts. Noch. Ja, nein, er war auch nicht Admin davor. Naja, und Sven dürfen wir nicht vergessen. Ja, ich bin Moment, Sven und Christian sind aber zusammengelaufen, ne? Ja, 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 ich jetzt zusammen zu zweit sein. Ich habe einer war, Sven da reinkam. Einer war Navigation. Entschuldigung, ich muss nebenbei essen. Mal Kalle, wer war Navigation? Einer. Ich war im Admin. Das steht ja kein Name. Wo waren denn Dizzy? Ich war unten ganz vorne am Cockpit. Also hattet die Leute, die in Admin waren, Kalle mit aufgezählt? Sorry, ich. Weil ja, ja, doch ja, ja. Okay. Der Name ist hier schon viermal gefallen. Bro. Kalle war auch in der Karte, deswegen wusste er das. Ne, wo war Sepp? Ne? War Kalle ein Admin oder was? Ich war übrigens ein Admin, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Also, ich finde die Frage schon wieder. Wo waren sie noch ganz genau? Wo war denn Sepp? Der Fark hat gar nichts gesagt. Destroyed. Ich habe noch gar nichts gesagt? What the fuck? Ich war bei Dalu und Sven und Christian sind vorgelaufen zu Navigation. Correct. Und ich war hinter denen gerade. Ja, ich bin bei Blätter. Sepp kann es nicht gewesen sein. Aber wer war denn der noch bei uns? Chris und Mike. Der redet auch noch gar nicht. Mike war's auch nicht. Ich stehe Weapons. Mike ist nicht als erster gestorben. Ich stehe Weapons! Mike ist es. Aha. Mike steht Weapons? Alter, wieder richtig viele Votes. What? Chris. Alter, ich hab nicht gewonnen. Alles Sus. Ach, Sus heißt das, ne? Ja, es geht ja schon wieder. Nein, süß. Wieder gut los. So. Ja. Boah, da ist schon gleich zu, okay. Da hat sich wohl jemand verdrückt. Ja, ich will jetzt eigentlich, dass Jay. Jay ist so fein, würde ich sagen. Okay, es ist. Tour. Okay, das ist Admin. Admin, das Dalu, Sven, Mike, Sepp. Okay, da. Okay. Ich gehe mal, Camps, Camedy Camps, das ist Dizzy. Mad Bay habe ich keine Aufgabe. Camps. Mike, Chris. Wer war da noch? Chris und nochmal jemand. Und jetzt bin ich tot. Dann hat sich ja. Ist tatsächlich doch Dizzy gewesen. Verdammt! Wieso bin ich schon wieder tot? Naja, egal. Dann bin ich halt wieder ein fleißiges Bienchen und mach die Task. Jetzt kommt eh der Report. Alarv! Einen Toten zu finden. Im Kameraraum. Der Kill kann nicht lange sein. Sven weil die kann das nicht gewesen sein. 5 Sekunden noch an war oder 6. Sepp nehme ich da auch raus. Außer er liegt da schon. Naja, aber der ist mit Dalu rumgelaufen. Nee, der Kill kann nicht lange sein. Okay. Wait. Dann nehme ich Sepp raus. Wer wurde reported? Christian, oder? Und Dalu. Ich glaube. Christian und Ray wurde auch tot. Ray ist auch tot. Ich glaube auch. Ich weiß es nicht. Also, ich habe nicht drauf geachtet. Ich glaube, es war Ray. Das ist ein unfassbar wichtiger Punkt, weil ich war. Es war eine weiße Leiche. Weiß wurde reported. Ich war einen Zentimeter hinter Christian, unten rechts bei Shields. Ein Zentimeter hinter Christian. Ja, dann ist es auf jeden Fall nicht Christian, der reported wurde, weil die Leiche liegt Kamera. Okay. Ja. Aber Jay, wer ist denn dann noch da so bei dir? Den kannst du nicht sehen, weil es war dunkel. Wann warst du hinter Christian?
Bei Shields. Ja, war das Shields jetzt Waffe vor genau, zwei genau gerade, genau gerade, wirklich genau gerade. Also super instant. Kann Sepp aber auch nicht gewesen sein. Ja. Super instant war das. Bin weil der nicht. Stand mit mir bei ich hab keinen vorher ich leider gesehen. Verdächtige Kalle. Ja, kannst du machen. Ich habe Jay kurz beim Oxygen-Ding noch gesehen. Kurz danach, glaube ich, war es. Davor war noch jemand anderes da, als ich da das schon angemacht habe. Ich weiß noch nicht, was. Ich glaube, es war sogar Chris. Also Chris war noch am Leben, als die Oxygen-Dings-Geschichte an war. Dann ist er weggegangen und dann bist du, Jay, da hingekommen. Da stand ich gerade am Müll und hab den Müll gesehen. Christian hat mit mir Shields, Christian war Shields und dann bin ich auf Shields runtergegangen und er ist halt weitergegangen. Und dann kannst du Sepp die ganze Zeit confirmen oder kann es sein, dass er von Admin rausgewendet ist zu Shields oben drüber, da einen Kill macht und zurückwendet? Uff. Alter, wir haben mega geiler Move, also, aber innerhalb von drei Sekunden schaffe ich das nicht. Das schafft er, glaube ich, zeitlich nicht. Das ist auf jeden Fall. Mike, wo warst du denn so? Dalu warst du alleine? Ich bin Cafeteria, habe ich Sepp als letztes gesehen, glaube ich. Kein gutes Gefühl, dann bin ich nach links gelaufen, dann ging Licht aus und da dachte ich mir, alles klar, da werde ich eine Leiche. Jay, hattest du gesehen, dass Oxygen oben rechts ausgemacht wird oder hast du währenddessen einfach Asteroids gemacht? Ich habe die Asteroids gemacht. Okay. Das Krasse ist Dizzy war gemutet und hat dementsprechend auch nichts gesagt und es ist tatsächlich auch gerade gar kein Verdacht. Das ist krass. Also mal gucken, ob sie den rausfinden. Da bin ich jetzt gespannt. Dizzy ist jetzt auch da. Der wird jetzt Jay verfolgen und wird Jay auch killen. Ah ne, Sepp ist noch da. Sein Sepp ist auch. Wir wissen halt den zweiten noch nicht. Sepp geht jetzt aber auch dazu und es ist Emergency. Jay, du hast gerade gesagt, du hast die Asteroids gemacht. Das ist eine Lüge, weil ich das kurz bevor Oxygen war gemacht habe und du nicht einmal in der Nähe von den Weapons warst. Nur ganz klar, kurz. Christian, als Oxygen Sven ist an mir vorbeigelaufen. Das ist eine Lüge von dir. Nee, Kalle stand da wirklich, als ich vorbeigelaufen bin. Ja, aber ich habe so die Asteroids halt gemacht. Aber ja, wann hast du das gemacht? Also, du hast eben gesagt, du hast es. Wann während hast du es des Sauerstoffs. Nein, hast du nicht. Doch! Nein. Hab ich. Doch. Nein, hast du nicht. Doch, hab ich. Also ich habe keine da stehen sehen. Doch, das war relativ, also nach O2 erst. Ja, genau, ich hab's danach gemacht. Aber danke auf jeden Fall, dass du gedrückt hast, weil ich glaube, ich wäre gerade gestorben. Jetzt sogar schon. Wer ist mit dem Cooler noch nicht. Noch ein weiterer. Achso, ne, ich bin zu Kabel gegangen. Was mich gerade ein bisschen verwunderlich war mit Dalu. Weil du meintest, du warst nur Cafeteria, aber warst du da alleine? Aber ich habe dich gefragt, ob du alleine warst, darauf hast du nicht gesehen. Nein, also in der Runde war ich ganz unten am Müll. Da hat erst. Da war ich noch mit dabei. Ich habe dich auch gesehen, tatsächlich. Ja. Dann bin ich nach oben gegangen über Cafeteria nach links. Licht ging aus. Ich dachte, ich gucke kurz in die Kamera rein, weil ich dachte, da wird eine Leiche versteckt werden, weil Kamera kurz vorher an war. Und ja, da war die Leiche. Aber Dalu, hast du aber keinen gesehen, weil der Kill in der Kamera kann 5 Sekunden. Ja, aber ich habe nichts gesehen. Ich habe den Report-Button gedrückt, als ich da reinkam. Da war das Licht, da war schon dunkel. Okay, ganz kurz, der Kill eben gerade. Da standen ein Admin, Sepp und Sven, meine ich. Jay hat gesagt, er war bei Shields in der Nähe von Chris. Nils, wo warst du? Kalle war bei Weapons. Nils, wo warst du? Dizzy? Kalle ist immer noch verdächtig und Dizzy auch. Dizzy ist gemutet, aber Dizzy wo warst du denn, Mike? Ich war am Ende, wo der Report kam, Navigation, und bin aus Admin hochgelaufen, hab da Kalle bei Weapons gesehen, hab auch bei Admin noch gesehen, dass die Kamera an ist, deswegen weiß ich das. Wo warst du, Dizzy? Ich war in Medbay unten drin. Oh. Wieso? Oh. Medbay weil dann unten? Ich hab eben gerade noch geguckt, wie Boat, weit das Leute. Mit den Dings drin ist hier. Sag schnell, die Reagenzgläser. Ich bin eben mit Jay reingelaufen. Wann? Na, die Runde jetzt. Ja, also wenn Sven wirklich der andere ist, laut Chris, dann haben die halt gar keinen Verdacht auf die beiden. Aber gut. So, Luck. Nochmal die Tasks. Ruf Nail wird irgendwie gut. Ah, alles in Campstead. Ah, Chase auch tot. Okay, dann ist das gerade passiert. Ah, fuck, das bricht ab, wenn ich in den Chat gehe. Das wusste ich nicht. Dann, machen wir das schnell fertig.
Dalu ist tot. Okay, das Gewehr. Dalu liegt gar vor Electrical. Ich wollte gerade das Licht ausmachen. Kam über Medbay. Da habe ich Nils noch gesehen. Okay. Da bin ich Cafeteria runter direkt, als das Licht aus war. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Das ist ein Self-Report. Sven und ich sind gerade Electric reingegangen und haben gerade... Sekunde, wo liegt... Wo genau? Kurz vor dem Eingang auf der rechten Seite von Electric. Auf der rechten Seite keine Chance. Also keine Chance. Sepp und ich sind zusammen von links... Von habe ich nicht Security. Gesehen, Engine, nicht von Engine sind ich weiß, wir halt. Sind auch im Lichtkrieg. Wir sind zusammen, haben Security zusammen getroffen, sind zusammen runtergelaufen und sind in Electrical rein und da lag noch niemand. Jay ist auch tot. Aber wo ist die Leiche also jetzt? Also die Leiche ist, wie immer, wie ich eben schon meinte, sie ist rechts neben Electrical, also in dem Flur rechts neben Electrical. Unter also Richtung Storage. Und Dizzy kann es auf jeden Fall gewesen sein, weil ich war dem Camps, er ist von unten gekommen, hat gesehen, dass scheinbar Sepp vor den Camps steht und ist dann nach Reaktor links gegangen, war super schnell damit irgendwas fertig, ist dann nach Medbay hochgegangen, runter und dann bin ich weitergegangen, da war das Licht aus. Also Dizzy kannst du mich, also Dizzy ist für mich hochgradig. Dizzy hätte mich easy in Electric wegmachen können. Hört mal kurz zu, wir haben noch zwei Imposter. Ja. Ich habe ein kleines Problem. Es sind für mich entweder Sepp und Sven, weil die sich auch schon Admin gedeckt haben, oder Kalle und Dizzy. Aber Kalle schießt gerade gegen Dizzy, was keinen Sinn ergeben würde, wenn das die beiden Imposter sind. Also überzeugt mich mal ein bisschen, also Jetzt mal ganz kurz, ich bin in Security reingegangen, habe Kalle dort gesehen, weil ich gecheckt habe, wer da drinnen steht, weil die Kameras an waren. Bin rübergegangen, habe mein 1, 2, 3, 4, 5 Blödsinn gemacht, bin hoch nach Medbay gegangen und habe dort mein Reagenzglas gepickt, was ich die Runde davor übrigens gemacht habe, also angemacht habe und sogar mit Jay sogar da war. Okay, wir müssen voten, voten. Das ist Kalle. Ja, das ist Kalle. Es geht nicht anders. Okay, dann seid ihr beides und wir haben die Runde verloren, alles klar. Sagt ihr sie. Voten. Okay. Ja, und GG. Wir haben verloren. Habt ihr gut gemacht. Boah, ja, aber stark. Dizzy hat kaum was gesagt und Sven, ja, und dadurch war der Verdacht halt lange nicht bei ihnen und dann, ja, gut gespielt. Ah, verdammt! Batz! Hab's euch gesagt. Sven! Hat mich so verwirrt, Sepp. Hey, Sepp. Sven und Dizzy. Ich hatte wahrscheinlich sogar recht. Ich hatte so wahrscheinlich sogar recht und er hat Dalu getötet. Sepp, ich hab alle neben dir geschlafen. Hey, ich? Nein! Du warst die ganze Zeit bei mir. Das war mein großes Problem. Hast du Dalu? Nein. Sepp hat die ganze Zeit Sven gedacht. Ich so, hä, es müssen noch zwei Imposter sein, aber Sepp und Sven schießen auf Kalle. Kalle schießt auf Dizzy. Ich war so lost. Alle um Sepp rum umgebracht. Ich hab halt gerade neben Sepp umgebracht. Also Sven, ich hab Chris neben Jay umgebracht. Oh mein Gott, Sven, Dizzy, hast du ganz am Anfang Maxi gekillt? Ja, Weil ich habe mich am Anfang gefragt, Alter, Sven ist neben mir gelaufen, habe ich gerade wirklich nicht gesehen, wie Sven Maxi vor meinen Augen killt. Sven hat nur Dizzy nicht erwähnt, das den er ein paar Mal gesehen hat. Das Schlimme war, Sven hat mich gekillt, eine Sekunde bevor ich den Emergency-Button drücken wollte, weil Dizzy gesagt hat, wir sind zusammen in Medbay runtergegangen und er es nicht sehen konnte, weil es ja dunkel war. Ja. Und ich konnte nicht Dizzy verdächtigen werden. Ohne Spaß. Ich hab, also mein Verdacht war ja auch Dizzy am Ende. Ich habe nur Kalle gewotet, weil wir voten mussten und ich irgendwie Angst hatte, dass es irgendwie ein Ausgleich wird. So, ich war halt, mich hat selbst so verwirrt, weil halt Sven so geschützt hat und beide sofort Selfie-Bot. Wir waren Kalle. Halt so, die ganze Zeit zusammen. Das hat Sven einfach unfassbar gut gemacht. muss ich hier Props an Sven. Ja, ich habe nichts mitbekommen. Aber Dizzy hat halt ganz lange nichts gesagt. Eine Runde war er Discussion komplett gemutet. Das hat also auch keinem aufgefallen. Richtig gut. Ist sie alles richtig gemacht. Ja, absolut. Ich habe eine Frage an Dalu. Wieso hast du zweimal gesagt, dass ich verdächtig bin? Weil ich hatte zweimal ein Alibi eigentlich. Ja, für mich war es nur wieder die Wortwahl. Ich habe dich ja nicht gevotet. Also ich habe auch nicht den Vote auf dich gemacht. Du hattest gesagt, du wurdest random gevotet. Aber du kannst nicht random gevotet werden, wenn ein Imposter dich votet. Der Einzige, der random gevotet werden kann, ist der Imposter. Ich habe ihn gevotet. Ja, aber nur ein Imposter kann random gevotet werden. Dann hast du nicht richtig hingehört, weil ich habe gesagt, random votes auf drei Leute. Das war eine starke Runde der Imposter. Diskussion war auch Das würde mich aber wirklich interessieren von der Spielmechanik. Kann nicht nur eigentlich der Imposter selber random voten, weil es ihm egal ist? Naja, aber random sagst du ja, der Imposter kann dich ja gezielt voten, wenn irgendeiner sagt, ich glaube, Kalle ist so verdächtig, dann voten die Imposter halt mit drauf. Aber gevotet werden kann ja nur der Imposter, wenn es keine Beweise gibt. Und ich habe das in der ersten Runde nur deswegen gesagt, weil drei Leute gevotet worden haben, einen Vote bekommen und es gab eigentlich keinen Indiz dafür, dass sie gevotet werden. Ich hatte beim ersten Kill war für mich Dizzy eigentlich klar, weil sich alle fast ausgeschlossen haben, aber ich konnte nicht, also es war nicht 100%, weil wer reported kann auch killen. Ja. So, aber da hatte ich Dizzy halt auf dem Schirm. Und am Ende dachte ich, am Ende bin ich von Dizzy wieder weg, als ich gekillt wurde. Da Sven war für mich eigentlich klar, Sven und Geil. Die Sven High Five, du hast verloren. Sepp, Dritter Imposter, alles klar. Ich dachte, Sven auch.
Sven killt mich, Sepp steht daneben. Hä, wie können es die beiden sein? Hab ich doch so. Ich hab's nicht gesehen. Also in meinen Augen war Sven krass. Die ganze Zeit bei mir und er hat wahrscheinlich immer so einen Sidestep gemacht, hat einen weggemacht dann, ja, und war dann wieder da. Das ist korrekt. Ja, richtig. Chris habe ich so einen halben Meter vor Jay geknechtet. Also. Ja, aber das konnte der nicht sehen. Das war ja, exakt, das konnte ich nicht weil Jay ist mir genau hinterhergelaufen, weil der, glaube ich, auch die gleichen Tasks hatte. Und ich war so genau so weit vorne, dass du mich gekillt hast. Ja, ja. Und dann wurde aber zum Glück der andere Body reported. Weil das wäre egal gewesen. Eine Sekunde später, wenn hätte Jay mich reported. Ja, ich weiß. Aber dann hätte gesagt, ich war bei Sepp. Dann war ich wieder bei Sepp. Also, das hätte nicht funktioniert. Ich war immer bei Sepp, ja. Ja. Oh also, Mann, ey. Also, wenn ihr ein Alibi braucht, bleibt bei mir. Alles klar, Sepp. Ich brauche Freunde. Also, ich hab hier gerne. Wenn jetzt gleich zwei Leute bei Sepp mitlaufen, wissen wir Bescheid. Oder neun Leute um Sepp rum einfach. Ich muss sagen, ich erschrecke mich auch immer noch, wenn ich gekillt werde. Ja. Mega ja, gut, ey. Das hat Spaß gemacht. Stark, Sven. Ganz stark, Sven. Ja, ja, gute Runde. Und Dizzy natürlich auch stark. Ja, ich hab nichts gemacht, wie immer. Ich bin einfach nur ruhig. Crewmate. Boah, ich bin tatsächlich mal zwei Runden Crewmate. Das werde ich dann wieder auf der anderen Map, werde ich wieder ganz oft hier Dings sein. Ne? Imposter. Ich hoffe mal nicht, ey. Ich bin nicht so gerne Imposter. und ja. Deswegen. Also ist wieder niemand sichtbar irgendwo. Bevor ich jetzt die Task mache. Genau, fix lights, aber. Ich bin am Anfang alleine jetzt gewesen, was ich doof finde. Ich hoffe, ich sterbe jetzt. Da ist Maxi mir entgegengekommen. Maxi läuft nicht zu den Lights. Das ist interessant. Hallo? Maxi ist nicht zu den Lights gegangen. Das können wir uns schon mal merken. Frage: Es liegt eine Leiche da hinten irgendwo. Also quasi Richtung Reaktor. Das ist jetzt die Frage. Ich habe zwar keine Task da, aber ist mir egal. Ich will das wissen. Weil Maxi ist nicht zu den Lights. Er ist definitiv weg. Okay, das bin ich. Alarm! Dalu kann es nicht gewesen sein. Dalu war die ganze Zeit bei mir. Wow. Zero spielt halt die Runde seines Lebens. Hat er davon? Wo ist denn der Zero? Zero liegt direkt in Storage auf der linken Seite zu Elektro. Oh. Also ich wer war denn gerade alles also, am Ray, also was mir Ray aufgefallen Jay, ist... Mit Ray, Jay und Kalle war ich gerade in Electrical. Also was mir Ray aufgefallen ist, dass Lights, da auch noch. Als Lights ausgegangen ist, war ich Cafeteria, bin dann direkt zu Lights und mir ist in dem Gang noch vor Electric, also auf der rechten Seite, in diesem schmalen zu Storage, ist mir Maxi entgegengekommen, yep. Der ist nicht zu Lights gegangen. Nope, weil da wahrscheinlich jemand reingerannt ist, dachte ich, aber also ich hatte einen gesehen, der da reingerannt ist noch. Ja, und die Leiche. Also gefühlt war ich der Einzige bei Lights am Anfang, weil ich, glaube ich, alle Schalter bis auf einen umgelegt habe. Also, Maxi Sven. Da ist einer reingerannt, kann sich aber nicht dran erinnern, wer das war. Das ist immer das Beste. Den Namen nicht halt. Aber die Farbe. Die Farbe. Ja, du wirst ja wohl irgendwas gesehen haben, weil du musst ja was gesehen haben. Ja, ja. Chris. Nee, das war grün. Der Erste, der da war. Okay, nennen random. Wir einen Namen, Maxi. Chris. Maxi, schwierig. Also die Leiche liegt Electric zu Storage. Ich bin übrigens mit Kalle da reingekommen. In Storage. Nee, liegt Storage. Nee, anscheinend in Storage. Liegt in Storage. Ja. Wo kam, ganz kurze Frage. Ganz kurze okay, Frage. Es war ja in Electric am Ende beim Lights, war ja Jay noch da. Wer war noch da nochmal? Kalle und Chris. Kalle und ich. Woher kam der? Kam der von Lower Engine mehr? Oder ich kam von Storage. Ich kam von Navigation, Shields. Das Licht ging aus. Über da Shields. Sind noch Dalu und noch jemand in Navigation noch reingegangen. Die haben also sind nicht zum Licht gegangen. Richtig. Heißt also Mike Dalu. Mike ist von Licht weggerannt. Der kam uns im Dunkeln. Das stimmt. Mike ist uns. Aber Dalu, du standest die direkt neben dem Kill, ne? Oh mein Gott, die sind's. Ich bin auch weggelaufen. Dalu Kart und Dalu stand direkt neben dem Kill. Ich stand am Benzin, ich habe den Kill noch nicht gesehen. Aber, am Benzin müsstest du es doch sehen. Nee. Wieso hast du ein Double Vote kassiert? Ja, von den Impostern, weil irgendeiner meinen Namen gesagt hat und die schießen mit drauf. So besonders bist du jetzt auch nicht. Ja, aber das ist schon komisch. Also Dalu voten verstehe ich jetzt auch nicht ganz. Ja, es könnte halt wirklich Mike. Oh nee, bitte nicht Mike, ey. Ich hab keinen Bock auf Mike. Ja, Maxi ist für mich schon irgendwie verdächtig. Das war so ein ganz komisches Alibi, finde ich. Die Tür ging hinter mir zu gerade, ne? Wollte ich mal noch so sagen, so erwähnen. Für mich
Mike super verdächtig. Jetzt geht's Licht aus. Boah, ich hab gar... Ein bisschen hab ich Schiss, tatsächlich. Okay, wer ist da? Sepp. Und wer ist da noch? Dalu, okay. Sepp, Dalu, okay. Ich warte noch. Deck die mal. Ich bleib mal bei denen. Ich habe ja ein paar Tasks gemacht. Okay. Mike kommt. Mike fand ich ja gerade... Die Tür ging hinter mir zu, was ich sehr komisch fand. Es wusste ja niemand, dass ich da bin. Finde ich halt doof, ehrlich gesagt. Also könnte schon sein, dass Mike vielleicht, ups, weitergelaufen ist, Tür zugemacht hat in der Hoffnung, er sperrt mich ein und dann gewendet ist oder so. Aber ja, ist jetzt halt eine ganz krasse Theorie. Alav! Schon wieder jemand tot? Oh, zwei Alter, Leute tot? Alle Pete Smeets fast dead, außer Sepp. Ja, ich also Dalu ist ja auch mein Freund. Er lässt mich Sepp am Leben. Noch, ja. Aber erzähl aber mal, Maxi. Ja, oben im Reaktorraum, bei den Zahlen. Wer denn? Jay müsste es gewesen sein. Ja. Okay, Anfang der Runde bin ich mit Mike Richtung, also von Cafeteria an oder Richtung Upper Engine. Und da Mike ja auch schon so gedroppt wurde, die beiden M's, hatte ich schon ein bisschen Schiss, hab dann wieder abgebrochen. Bin dann gar nicht Upper Engine wirklich rein oder war nur kurz drin. Und dann gingen die Türen hinter mir zu. Und es wusste ja zu dem Zeitpunkt nur Mike, dass ich da bin. Also so random die Tür zugemacht, fand ich ein bisschen komisch. Und jetzt liegt der Reaktor einer, also Mike war auf jeden Fall Anfang der Runde da. Das stimmt, aber ich wurde die Runde auch schon eingesperrt, wo keiner bei mir war. Ich glaube eher, dass der Imposter random Türen zumacht, um genau das zu erzeugen, dass du jetzt sagst, Mike... Ja, ich sage ja nur, was ich gesehen habe. Aber wo bist du denn hingegangen danach, Mike? Nee, also ich bin Reaktor ganz am Anfang der Runde gelaufen, habe Simon Says erstmal gemacht, weil ich da vor die Runde auch schon da stand. Der Sass, der auf mir liegt, ist ja, weil ich weggelaufen bin vom Licht die Runde davor, was stimmt, weil ich geguckt habe, ob irgendwo jemand tot liegt auf der rechten Seite, weil wenn das Licht ausgeht, meistens ja genau das passiert. Dizzy, was hast du, also hast du mit Batman was gemacht oder standst du einfach nur so vor der Tür? Ja, weil, also die Tür war zu, ja, und genau. Ich hatte die Vermutung, dass da drinnen jemand gestorben ist, deswegen hatte ich gewartet, bis die Tür aufgeht, ja. War noch jemand bei dir, Dizzy, oder? Und bist dann wieder rausgerannt. Was hab ich bitte? Achso, du bist einfach direkt wieder rausgerannt, dann plötzlich kamst du mir dann wieder hinterher. Ja, genau. Gesehen. Ja, ja. Genau. Versuchst du gerade von mir ein Alibi zu kaufen? Nein, nein, also ich wollte nur gucken. Ich würde wo wäre denn die zweite? Wo ich würde Dalu und Sepp noch ganz kurz safen, die war ziemlich lang in Electric. Ja, wir waren leider ziemlich lang zusammen. Aber Ray kam von links in Electric dazu, also ja. Oh Leute, ist so einfach. Arme Dalu wird immer gevotet. Schwierig, ey. Maxi finde ich halt verdächtig. Mike halt auch. Ach, okay, ich habe gar keinen Plan. Ich weiß, ich fühle mich gerade richtig schlecht, dass ich da das nicht zusammenbekomme. Colors, ein Dalu ist ganz kurz da. Jetzt hat Dalu wieder zusammen. Ja, ich lasse den mal links liegen. Ein paar Task machen. Ich hab halt so das Gefühl, dass er jetzt gleich irgendwo eine Leiche liegt. Kameras ist halt auch niemand. Okay, das können wir schnell machen. Ach komm. Ist es O2? Ist O2? Ist O2? Ja, ist O2. Pascale, Maxi. Okay, die machen das schon. Okay, das haben die gemacht. Maxi. Da kommt Sepp entgegen. Ja. Dalu, da ist Dalu, wir sind eingesperrt, alles klar. Okay, warte, ich geh mal kurz die Karte. Cafeteria waren ein paar mehr gerade. Alter, what the fuck? Ich muss mal ganz kurz was sagen. Maxi ist bei mir gerade durch eine Tür gebackt. Ja, das ist, wenn, ja, das ja, ist das nur vom Lake. Ja. Ja, also das ist alles gut. DC Dalu, ist gestorben, ne? Dalu, hast du gerade Oxygen gemacht? Ja, alleine. Ja, kann ich bestätigen, wir waren kurz eingesperrt danach. Und, alleine und davon. Ray kann das bestätigen? Ray, also ich habe Oxygen ausgemacht, wollte ich bin danach gehen, hin. Danach ist die Tür zugegangen und dann war Ray noch mit mir dann im Raum. Und Oxygen oben hat Maxi und Kalle. Also wer von beiden weiß ich jetzt nicht. Ich bin dann weg, weil ich gedacht habe, so, ich müssen jetzt nicht alles sagen. Beide gleichzeitig eingetippt. Dalu, warum der Call jetzt? Ja, weil wir nur noch 6 Leute sind und nach dem Alarm wurden die Türen zugemacht, damit wahrscheinlich keiner den Button drücken kann, um den Cooldown runterzuspielen, um danach einen neuen Alarm auszulösen, um einen Double Kill zu machen. Sepp, ganz kurz die Frage, du warst
Oder kamst du mir am Ende nochmal irgendwie Cafeteria gegen? Also du bist nicht Oxygen. Genau, ich bin Richtung Oxygen gegangen und dann war der schon fertig. Die anderen kamen mir entgegen, als sie fertig waren, dann wollte ich noch zum anderen. Hat denn irgendjemand die Runde Dizzy gesehen? Recht spät noch oben entgegen, ja. Hat irgendwer die Runde Ray gesehen, außer irgendwo in der Mitte des Raumes? Ja, Kalle Maxi. Ja, nie an dem Oxygen, oder? Kurz an Navigation ist halt, wie gesagt, mit zum Oxygen gerannt, wie er selber gesagt hat, und ist halt auch direkt abgehauen. Ich möchte noch wissen, wo Ray vor Navigation war. Duck. Das weißt du doch. Ich war Wenz. Du bist dran vorbeigelaufen. Ich war Wenz. Dalu und Sepp ist auch an vorbeigelaufen, als ich Weapons war. Wenn die das bestätigen können, ich kann es nicht bestätigen. Mike war nie irgendwo, oder? Also ich kann meinen Laufweg auch sagen. Ich war am Anfang der Runde in Admin, habe auch geguckt. Da waren ziemlich viele Leute, drei einmal in Weapons. Und dann? Dann bin ich runtergelaufen in Storage und bin dann wieder Richtung hoch, rechte Seite. Und hast kein O2 gemacht? Nee, ich war nicht bei O2. Das ist halt zu verdächtig. Bei 14 Sekunden ist halt echt knapp gewesen. Ja, also. Wir sind sieben Leute. Ja, aber wir sind sechs Leute. Und nee, da waren wir sieben. Ja, und du warst beim Licht nicht da und bist weggerannt. Du warst beim O2 nicht da und bist weggerannt. Es ist halt einfach kacke. Oh, nicht mich. Oh, nein, warum? Leute. Es gibt gar keinen Grund auf mich. Dann ist es wirklich Mike und die Imposter. Nee, ja, Mike und Maxi bestimmt. Das sind wirklich die beiden Ems bestimmt. Uff, Alter. Ja, das kannst du vergessen, die Runde ist verloren. Wird jetzt eh gleich ein Ding kommen. Ja, das war klar. Ach man. Komm, Double Kill, das ist eh vorbei. Ja, Mike, ne, mich kriegst du nicht. Ne, mich kriegst du nicht. Ja, als ob die Killrange so weit ist. Es war so klar. Ja, oh die Mann, beiden Menschen gewotet. Alter, es war das so schwer. Das verstehe ich halt auch nicht, warum so da so auf mich geschult wurde. Poster. Von der ersten Runde waren wir so sass. Es war so schwer, dieses Spiel noch irgendwie durchzuziehen. Es Welche so Farbe anlacken. Hast du denn gesehen? Chris. Ja, eben. Das war doch klar, dass Maxi war. Und dann war es halt irgendwie auf Mike ist noch der Verdacht. Und dann waren es irgendwie ja beide. Und warum jetzt der Verdacht auf mich so gegangen ist, verstehe ich nicht. Ja, aus Prinzip einfach. Ich glaube, Kalle hat den Vote gemacht, weil ihr euch nicht gesehen habt oder so auf der rechten Seite wahrscheinlich. Ja, aber hey, ich stand Weapons, Kalle ist an mir vorbeigelaufen, Dalu und Sepp ist an mir vorbeigelaufen. Beide, also alle drei hätten mich eigentlich proven können. Keiner hat's gesagt. Also, wir haben ihn ja gesehen, aber wir können ja nicht sagen, yo, wir haben ihn die ganze Zeit gesehen. Also, ja, nee, aber es ging ja darum, dass man nicht. Die Frage war ja, ob man Ray überhaupt mal gesehen hat. Und nein, das war überhaupt nicht die Frage, Ray. Die Frage war, was du vor Navigation. Ich bin innerlich ein bisschen gestorben, als Maxi mich gekillt hat und Mike dann auch einfach an mir vorbeigelaufen ist. Entschuldigung, Chris, tut mir leid. Es war auch echt schwer, die Runde, weil aber, du hast die ganze Zeit den Sass auf dir. Dalu hat es ja richtig auch gesagt gehabt. Ich habe unten in Storage an diesem Ding gestanden, wo du genau unten rechts in der Ecke bist, ja, wo ich mir genau, ich wollte gerade sagen, es ist genau der Punkt, wo du jedes Mal ich glaube, es ist wichtig, dass wir solche Situationen wie eben einfach vermeiden und dann halt klarer sagen, wen wir gemeinsam voten. Haben ich wir glaube, noch? Nee, also da, ich glaube, ich habe safe gesagt, dass wir jetzt auf ihn voten. Sepp, das Ding ist ja, wenn drei Leute Ray voten, dann ist es ja nicht klar. Dann genau, ich finde auch, es war schon Ray oder ich so ein bisschen und dann habe ich einfach gehofft, dass noch irgendjemand auf Ray geht. Beim Licht war es echt anders. Ich habe gehofft, den letzten von euch zu snacken, kommen mir auf einmal drei Leute noch entgegen. Das war so vom Timing her echt bad. Ihr habt ihr macht gerade Abmod, oder? Ja, bei mir war halt so, Maxi hatte ich eigentlich die ganze Zeit im Verdacht, aber dann eben kamst du noch dazu und dann war es mir im Prinzip egal, ob jetzt Mike oder Maxi. Dann war es halt einfach unglücklich. Aber egal, ich meine, dann ist es halt gut gespielt am Ende und dann ist es halt so. Alter, Dalu, was hast du heute für ein Mützengame? Also, erst eine Blume. Ja. Michael. Ja, egal, das soll es gewesen sein. Super schade, ey, dass der Verdacht dann so auf mich ging. Ich fand den halt jetzt ein bisschen unnötig. Ich meine, klar, im Zweifel geht man auf mich. Ich habe die meisten Imposter-Runden hier in der Truppe. Warum auch immer. Aber, ja, ich glaube, wir hätten einfach mehr auf Maxi forcen müssen. Oder ich hätte mehr drauf forcen müssen. Ey, komm, lass erstmal Maxi rausnehmen oder so. Aber am Ende wurde wieder halt gelabert, Zeit war weg und dann war wieder nicht klar, wen wir voten. Das war ein bisschen doof. Ist egal. Ist halt so, es gibt gute, es gibt schlechte Runden. Ich würde sagen, das soll's gewesen sein. Würde mich freuen, wenn ihr auch die nächsten Male wieder dabei seid. Checkt auf jeden Fall die anderen Kanäle aus und bis dann. Ciao!